Hallo, liebe Freunde des Pedalierens. Jetzt war ein Video in ganz anderer Art, was ich jetzt hier euch präsentiere. Für mich gab es oder gibt es jetzt immer noch einen Lückenschluss, den ich noch machen möchte. Und zwar vom Radweg oder Neißer Radweg. Da bin ich ein Stück zwischen Forst und Frankfurt-Oder, beziehungsweise zwischen Frankfurt-Oder und Forst noch nicht gefahren. Da sollte es heute für mich hingehen. Jo, was macht man, wenn die Bahn streikt? Naja, dann überbrückt man eben die unsichere Strecke mit Fahrrad. So war mein Weg nach Königs Wusterhausen vorgesehen. Da blende ich euch jetzt hier auch gerne schon gleich die ganzen Bilder ein. Ja, warum bin ich nicht gefahren? Ich bin zu spät angekommen. 30 Sekunden, eine Minute haben mir gefehlt. Warum haben sie mir gefehlt? Das blende ich jetzt hier auch ein. Ich bin in ein Schlagloch gefahren. Ich habe hinten sofort die Luft verloren. Und vorne hatte ich einen richtigen Schlag in der Felge gehabt, so dass ich nicht fahren konnte. Ich muss die letzten 1,4 Kilometer bis zum Bahnhof schieben. Und ja, ich hatte zwar ein bisschen Karenz drin, aber eben nicht ausreichend für 1,4 Kilometer schieben. Der nächste Zug wäre erst wieder 4 Stunden später gefahren. So lange wollte ich dann nicht warten. 100 Kilometer mussten ja auch erstmal radeln. Und dann muss ich vor allem auch noch gucken, wie ich aus Cottbus zurückkomme. Was ja dann auch nochmal ein Abenteuer für sich ist. Die Odeck macht es möglich, aber die Odeck fährt nicht komplett, weil es auch nochmal Baumaßnahmen auf der Strecke gibt. Ja, kurzum, ich bin frustriert in die gerade dann doch mal fahrende S-Bahn gestiegen, nach Hause gefahren. Vorne, da habe ich mir nun so ein Holz genommen, so ein Nivellieren, was unten drunter gelegt und habe jetzt nach und nach die Delle aus der Felge rausbekommen. So kann ich jetzt erst einmal weiterfahren und ein bisschen was für Stadtradeln noch tun. Allerdings nicht heute. Heute habe ich einfach gar keinen Bock dazu. Stadtradeln, da läuft ja heute der dritte Tag. Wie gesagt, ich habe eigentlich gehofft, dass ich noch mal wenigstens 100 Kilometer nach oben drauf packen kann. Also einmal, weil es hier in China das war, eigentlich wären es 120 geworden. Das ist jetzt so mein Team. Hier bin ich. Mir fehlen jetzt meine 100. Und so sind jetzt hier die Platzierungen. Also die Platzierungen, das sind hier die Kilometer, die jetzt schon am Tag 3 eingefahren sind hier. Also es ist unglaublich, was hier schon geschehen ist. Und wenn man jetzt mal auf die Seite der Kommune schaut, dann ist zu sehen, dass wir zurzeit auf Rang 20 hier von der Anzahl der Kilometer unterwegs sind. Das ist jetzt besonders interessant noch, weil ich weiß ja, dass der Uwe Sammler unterwegs ist als Mitinitiator und da mindestens 100 Kilometer nochmal auf dem Radweg Berlin-Usedom dazu kommen. Und die Radlmaus, die ist hier gerade dabei, den Brocken zu erklimmen. Also hat es nicht mehr so weit, bis sie oben ist. Da oben ist dann die Spitze. Das sind dann vielleicht 6 Kilometer. Und wenn sie oben ist, dann hat sie 250 Kilometer voll, weil sie heute um 2 Uhr gestartet ist, um dahin zu fahren. Jo, so kann man natürlich auch für Stadtradeln fahren. Also ich bin ja ganz geflasht von diesen Kilometern, weil im letzten Jahr hatten wir insgesamt etwas über 6.500 Kilometer eingefahren als Gruppe. Und jetzt haben wir nach 3 Tagen, sind wir jetzt schon an der 2000 Kilometer Marke. Also wow, was die Leute auch nochmal für Kapazitäten freisetzen. Ich bin wirklich vollkommen geflasht von der Gruppe, dass das so funktioniert. Und deswegen geht es jetzt hier auch an meiner Stelle nochmal weiter, dass ich jetzt auch nochmal ein, naja, das ist ja eigentlich fast ein Halbzeittreffen organisieren möchte und eine gemeinsame Ausfahrt als Abschluss vielleicht.
Das zeige ich gleich im Anschluss nochmal für meine Stadtradler und für die Interessierten aus der Berliner Region, die vielleicht einfach so denn dazukommen und sich mittreffen und mitfahren wollen. So, und zwar am Samstag, den 11. September, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, möchte ich mich treffen mit meinen Gleichgesinnten. Und zwar hier direkt am Eingang, wo es auch zur Corona-Station früher reinging. Hier war ja auch Corona-Impfung. Direkt neben dem das Gebäude, das lange Flughafengebäude anfängt, da möchte ich mich am Eingang treffen vom Tempelhofer Damm aus. Dann würde ich gerne mit euch eine symbolische gemeinsame Runde um das Feld fahren. Und dann vielleicht noch eine zweite, wenn wir ganz übermütig sind. Und normalerweise, ich hoffe, dass das wieder da ist, ist hier oben dann ein bisschen Restauration, wo man sich dann Corona-konform auf Bierbänke im entsprechenden Abstand hinsetzen kann und dann einfach ein bisschen klönen kann. Ja, wie man dann die Anreise gestaltet, ob man da auch noch Kilometer für Stadtradeln sammelt oder nicht, das sei dann jedem selbst überlassen. Also ich werde bestimmt mit Fahrrad anreisen und vielleicht noch einen kleinen Bogen dazu machen. Ja, so viel dazu. Und das nächste ist dann das zweite Treffen, was ja dann quasi schon ein Abschlusstreffen ist. Das mache ich erstmal schon mal gleich sichtbar für alle auf Komoot. Ist eine Tour, die insgesamt etwa 54 Kilometer hat. Die Planung, ich warte mal, ich muss das erstmal wieder aufrufen. Die Planung ist, dass es losgehen soll am Bahnhof Blankenburg, 11 Uhr, am Sonntag, den 19.09., dass auch die, die samstags regelmäßig arbeiten, auch mal teilnehmen können. Es ist ein Rundkurs, der hier auch immer wieder an Bahnlinien trifft. Also die erste Möglichkeit, in die Bahn zu steigen, falls einem die Strecke von 54 Kilometern zu lang ist, ist hier schon bei Schönwalde nach 18 Kilometern. Dann ist hier oben bei Wandlitz nach 32 Kilometern schon wieder eine Möglichkeit. Und dann ab Bernau, das ist etwa Kilometer 39, kommen alle 3 bis 4 Kilometer Möglichkeiten zur Bahn abzubiegen und dann den Weg vorzeitig zu beenden. Die anderen können dann eben noch mitfahren, wieder bis zurück zum Bahnhof Blankenburg. Und wem das dann nicht reicht, also die Welt ist groß. Fahrt hin, wo ihr wollt, danach noch. Ja, so viel also dazu. Die Tour ist in Komoot öffentlich und ich werde dich auch natürlich verlinken hier unter dem Video, auch für die anderen, die vielleicht mitfahren wollen, auch wenn sie nicht in der Gruppe sind. Und ja, es gibt also Einkehrmöglichkeiten, gerade im Bereich Wandlitz um die Ecke Bernau rum, hat man vielleicht auch mal die Möglichkeit. Also Pausenstopp ist schon geplant. Man kommt auch vorbei an einem Museum von technischem Gerät. Warum mache ich die Tour? Die gleiche Tour wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das eine Abschlusstour. Da war ich erstmal von meinem Herzen schon krank. Und ich habe die zwar geplant, aber nicht dran teilgenommen. Diesmal will ich sie machen. Und komm mit. Und noch was zum Stadtradeln. Das Stadtradeln hier in Berlin geht ja vom 2. bis 22. September. Also theoretisch ist es auch möglich, noch am 21. oder 22. September der Gruppe beizutreten und die Kilometer einzubringen. Oder wenn jemand die so notiert hat und entschließt sich erst zu spät, die kann man alle noch nachtragen von der Zeit und muss eben nur sich irgendwo notiert haben. Also ihr seid herzlich willkommen. Soll jetzt genug sein. Ich bereite mich nur auf morgen noch meine Kilometer vor mit meinem jetzt wieder funktionierenden Fahrrad. Und ja. Wir sehen uns auf der Strecke. Kehrt rechts. Tschüss.